was können Sie oder wo ist Ihre Idee, Wuppertal nach vorne zu bringen, Wuppertal ja, für die Zukunft eben auch wirklich fit zu machen? Also die Linke fordert ja einen Masterplan Stadtentwicklung. Und zwar stellen wir uns den nicht so vor, dass der im Rathaus entwickelt wird von irgendwelchen Verwaltungsmenschen, sondern dass der in den Quartieren von und mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dort leben, entwickelt werden. Unter bestimmten Fragestellungen, die zum Teil hier schon genannt worden sind. Manche Leute haben ganz kleine Ideen, andere Leute haben große Ideen, aber wenn man die alle zusammenpackt, kommt da eigentlich eine Menge bei raus. Und da sollte eben so in dem Sinne, wie die Vorredner das gesagt haben, auch so etwas wie die Frage beantwortet werden, wo wollen wir denn hin mit unserer Stadt? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Was gibt es noch für die Ideen? Und dann bin ich der Auffassung, dann muss die Stadt helfen, damit das umgesetzt wird. Also wir waren vorhin schon mal bei denen, die zum Beispiel ein Haus besitzen, aber nicht recht wissen, wie sie das jetzt weiterentwickeln sollen. Wir haben zurzeit in der Stadt keine funktionierende Bauberatung in dem Sinne, dass ich da hingehen kann und sagen, ich habe hier so ein kleines Mietshaus und ich weiß nicht, wie ich das sozusagen auf einen Stand bekomme, der es barrierearm macht, der es vielleicht auch für Studis attraktiv macht oder. Ich habe Schwierigkeiten zu vermieten. Das ist jetzt keine Schrottimmobilie, sondern einfach Hilf mir, Kommune. Solche Dinge, also ausgehend von den Problemen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Denn das gibt es zurzeit nur, also bei Andreas Mucke in der Quartiersentwicklung, aber das ist ja sehr begrenzt in Wuppertal und nicht für alle da. Und insofern, solche Dinge sind natürlich zu entwickeln, indem man auf die Menschen selber hört und auf deren Bedürfnisse und darauf reagiert. Und wie ich das finanzieren will, weil Sie das wahrscheinlich auch wissen wollen. Also, ich halte den Stärkungspakt Stadtfinanzen für ein sehr vergiftetes Geschenk der Landesregierung. Und zwar deshalb, weil das natürlich darauf hinausläuft, dass wir ja immer weiter sozusagen die Stadtausgaben kürzen. Es gibt ja die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt die allseits berühmte schwarze Null zu schreiben. Das heißt, wir sind überhaupt noch nicht unsere Schulden los, sondern einfach nur, wir dürfen keine neuen Schulden aufnehmen. Und das große Problem, das sehen wir doch gerade. In der Bauberatung gibt es nur noch eine einzige Person, nachdem die andere in Pension gegangen ist. Die andere ist in Pension gegangen und die Stelle wird nicht ausgeschrieben, ist neulich berichtet worden. Die ist besetzt. Super. Die anderen Punkte, wo sozusagen Personen gekürzt wurden, das Gebäudemanagement ist dabei, 20 neue Stellen zu besetzen. Da war die Person, die aber diese Personalplanung macht, jetzt krank, sonst gibt es dafür keinen. Das heißt, das hing jetzt alles. Das ist Originalton Herr Dr. Flunkert im Ausschuss Gebäudemanagement. Das sind so Sachen, die können einfach so nicht funktionieren. Das kann nicht sein. Und das liegt daran, dass der Stärkungspakt Stadtfinanzen vorschreibt, dass sozusagen diese schwarze Null erreicht werden muss. Die kann ohnehin nicht erreicht werden in dem Moment, wo die Zinsen für Wuppertal ein kleines bisschen ansteigen und kein Mensch weiß, wie lange die Zinsen noch diesen historischen Tiefstand haben für Kredite, den sie zurzeit haben. Also der ganze Haushalt und auch diese ganze Perspektive ist ziemlich auf Sand gebaut. Meiner Meinung nach wäre sinnvoll, und das habe ich im Landtag auch zu meiner Landtagszeit gefordert, einen Schuldentilgungsfonds zu machen, an dem sich Bund und Land beteiligen müssen. Denn viele unserer Schulden, das wissen wir alle, da stimmen wir auch alle überein in der Analyse, sind ja nicht hausgemacht, sondern sind über Aufgaben, die Land oder Bund uns gegeben haben, hierher gekommen. Insofern muss sich auch Land und Bund beteiligen an so einem kommunalen Schuldentilgungsfonds. Und da würde man sozusagen, wie das bei der West-LB gemacht worden ist, da ging es ja auch, in einen Fonds platzieren und dann an einem Konzept arbeiten, wie sich die Kommune beteiligt, aber auch wie sich Land und Bund beteiligt. Ich bin der festen Überzeugung, das funktioniert nur, wenn man viel mit Bürgerinnen und Bürgern über diese Maßnahmen spricht und Bürgerinnen und Bürger bewegt, eben auf Land und Bund auch entsprechend Druck auszuüben und zu sagen, wir wählen euch alle nicht mehr, wenn ihr das nicht tut, zum Beispiel. Denn nur wenn man ja mal sozusagen das System verstanden hat, warum unsere Straßen in einem solchen Zustand sind,
weil es so ist, wie es jetzt ist und weil der Stärkungspakt uns eben die schwarze Null vorschreibt, haben wir natürlich ganz bestimmte Probleme, die wir uns alle gar nicht wünschen. Als wir das im Landtag 2010 gesagt haben mit dem kommunalen Schuldentilgungsfonds, sind wir unglaublich beschimpft worden, auch hier in der Stadt Wuppertal von SPD und CDU. In der Zwischenzeit fordert der Oberbürgermeister das auch, begrüße das außerordentlich. Ich hoffe, wir demonstrieren irgendwann mal gemeinsam sozusagen für diesen Schuldentilgungsfonds. Danke, Frau Böll.